Christo Rei, also Christus König bzw. Christus ist König, heißt die riesige weiße Jesusstatue, die von fast ganz Lissabon aus zu sehen ist. Während des Tages kann man das auf einem Berg am anderen Tejo-Ufer stehende Christus-König-Denkmal am meist blauen Himmel deutlich erkennen. Während der Nacht wird es mit Scheinwerfern angestrahlt. Von der Aussichtsplattform auf dem 82 Meter hohen Betonsockel hat man den wahrscheinlich besten Blick auf die gesamte Tejo-Mündung bis hin zum offenen Meer, auf die ganze Stadt Lissabon und kilometerweit ins Land hinein. Die Christusstatue selbst ist noch einmal 28 Meter hoch. Jesus lächelt und breitet seine Arme Richtung Stadt aus. Christo Rei ist nicht nur ein beliebter Ausflugsort für Touristen. Man findet hier auch zahlreiche katholische Pilgergruppen. Für sie ist diese Statue mit der in ihren Sockel eingebauten Kapelle ein ganz besonderes Heiligtum. Auf dem großen Platz rund um das Denkmal herum wurden zahlreiche Ölbäume gepflanzt, die an Israel und speziell an den Garten Gethsemane erinnern sollen, wo sich Jesus vor der Festnahme und Hinrichtung mit seinen Jüngern getroffen hatte. Hier bereitete er sich auf seinen freiwilligen Tod vor, der allen Menschen die Vergebung ihrer Schuld ermöglichen würde. Tafeln an schräg hängenden metallernen Kreuzen erinnern die Besucher von Christo Rei heute an die verschiedenen in der Bibel genannten Stationen des Leidens Jesu. Direkt unterhalb des Christusdenkmals sieht man auf die geschwungene rote Metallkonstruktion der wohl bekanntesten Brücke über den Tejo, die sofort an die Golden Gate Bridge von San Francisco erinnert. Das Denkmal von Christo Rei ist eine ständige Erinnerung an die gnädige Bewahrung Gottes. Im Jahr 1942, mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, trafen sich die portugiesischen Bischöfe und versprachen Gott, ein solches Denkmal zu errichten, wenn er das Land vor Zerstörung bewahren würde. Und tatsächlich gehörte Portugal zu einem der wenigen Staaten Europas, der zur großen Erleichterung seiner Bevölkerung fast vollständig von diesem Weltkrieg verschont blieb. 1949 begann man daraufhin mit dem Bau des beeindruckenden Denkmals. 1959 schließlich wurde Christo Rei mit 300.000 Besuchern eingeweiht. Bewusst oder unbewusst werden seither die Lissabonner und auch die zahlreichen Touristen an ihre Abhängigkeit von Gott erinnert. Als künstlerisches Vorbild des Denkmals gilt die nur wenig größere Statue Christo Redentor oberhalb von Rio de Janeiro in Brasilien. Natürlich kann man jetzt auch kritisch fragen, warum gerade die Portugiesen von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs bewahrt blieben, während viele andere Länder Europas in Schutt und Asche sanken. Tatsächlich ist das Leben nicht kommunistisch gleichgeschaltet, nirgends auf der Welt. Ganz gleich, wie sehr man sich das wünscht oder eben auch nicht. Menschen und ihre Schicksale sind sehr unterschiedlich. Der eine wird schön, intelligent und reich geboren, der andere arm und hässlich. Darüber kann man sich natürlich ärgern. Wobei die besonders Privilegierten sich zumeist nicht wirklich wünschen, alle wären wie sie. Man genießt es eben irgendwie doch anders zu sein und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Wären alle wirklich gleich, dann würde man schnell in der großen Masse untergehen. Dabei bemühen sich heute selbst die Bewohner der reichen Länder dieser Welt, sich durch ihren Besitz oder ihre mediale Selbstinszenierung besonders hervorzuheben. Die schöne Kleidung oder die besondere Weltreise fällt eben den Freunden nur besonders positiv auf, weil das nicht jeder hat. Gott hat auch nirgends versprochen, alle Menschen immer genau gleich zu behandeln und auch nicht alle Länder der Erde. Manche werden zumindest zeitweilig unverdient gesegnet. Andere leiden nach einer längeren Zeit göttlicher Ermahnung. Beschweren tun sich allerdings fast immer nur die Leidenden. In seltenen Fällen sehen Leute ihr zurückliegendes Fehlverhalten ein und suchen Vergebung. Wesentlich häufiger sind Menschen einfach unzufrieden. Und wenn sie keinen anderen vorgeblich Verantwortlichen für ihre Misere haben, dann schieben sie gerne Gott alles in die Schuhe. Am Ende hilft auch das natürlich nicht weiter. Statt aber immer nur bei der Unterschiedlichkeit des Lebens und beim unverdienten Segen bzw. dem oft verdienten Leiden stehen zu bleiben, kann man sich auch einfach mit den Portugiesen freuen, dass sie von Tod und Zerstörung des Zweiten Weltkriegs verschont geblieben waren, durch die Bewahrung Gottes, wie viele von ihnen fest überzeugt sind. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen.
Jeder, der Lissabon besucht und das riesige Cristo Rei-Denkmal sieht, sollte sich daran erinnern. Dann kann man sich auch über die schönen Phasen des eigenen Lebens besonders freuen und die schweren Momente des Lebens mit der Kraft Gottes weit besser ertragen. Immerhin zeigt sich Gott in der Bibel nicht nur als anonyme Energie, sondern als persönlich handelndes Wesen, im eigenen Leben und in der großen Weltgeschichte. Die weiß leuchtende Christusstatue über Lissabon ist ein weithin sichtbares Zeichen für diese manchmal vergessene Realität. Christo Rei heißt ebenso viel wie Christus regiert oder Christus ist König.